Let's go. Ich weiß immer noch nicht, wie diese App hier funktioniert. Ist aber nicht so schlimm, weil, wie ich ja schon in der Beschreibung bei YouTube reingepackt habe, ich habe nicht vor, hier auf professionellen YouTuber zu machen. Ich weiß nämlich, was das für eine Arbeit ist, und das ist auch einfach nicht Teil meines Berufs, nicht mein Job. Das, was ich hier tun möchte, ist ja lediglich euch die Arbeit der regenerativen Bienenhaltung näher bringen. Bevor es natürlich losgeht, machen wir wie immer den Smoker an. Wenn das alte Zeug noch gut ist und nicht komplett schwarz, dann kann man das auch auf jeden Fall nochmal benutzen. Auch wenn der Hanf so gut wie kostenlos ist, bin ich auch hier der Fan von Sparsam und Nachhaltigkeit. So, also ihr habt gesehen, der Smoker, der geht doch echt sehr easy an, wenn man weiß wie. Wie der Smoker angeht, habe ich mal in einem separaten Video erklärt. Da vielleicht dann einfach nochmal reingucken. So, wir haben heute echt ein mieses Wetter. Ich muss trotzdem zu den Bienen. Was soll ich sagen, 17 Grad da draußen und grauer Himmel und vor allen Dingen sehr windig. Bei solchen Wettertagen muss man halt mit den Bienen ein bisschen vorsichtig arbeiten. Das tun wir sowieso, aber bei Wind und Wetter dürfen die Brutwaben jetzt nicht unbedingt lange in die Luft gehalten werden. Aber wie immer bekommen wir das doch hin. So, dann schauen wir doch mal, was machen die denn hier? Okay, hier hängt auf jeden Fall schon mal wieder dieses gelbe Gitter fest. Allerdings noch in Maße. Okay, also ich sehe halt leider hier auf einen Blick, dass wir mit dem Volk nicht wirklich vorwärts kommen werden. Das hat die Mindestgröße bereits unterschritten. Das bedeutet im Klartext, ich kann dieses Bienenvolk nur noch retten, indem ich hier Bienenmasse zugebe. Ja, das sieht tatsächlich nicht so dolle aus hier. Also wir brauchen halt einfach für eine gute Überwinterung tatsächlich mindestens Fußballgröße. Und ein Bienenvolk, wo unter 5 Grad sich zusammenzieht und in der Wintertraube eben Fußballgröße ist, das sind ca. 15.000 Tiere. Und das ist wirklich die Mindestmenge, wo ein Bienenvolk einfach benötigt für eine gute Überwinterung, mit verbunden einem guten Start in den Frühling. Und das werden wir halt bei diesem Volk hier leider nicht mehr hinbekommen. Und jetzt gucken wir uns mal die ganze Sache genauer an, warum, wieso, weshalb. Ich gebe es zu, ich habe vermutlich hier einfach 2 Wochen zu spät behandelt. Wir hatten dieses Jahr ein paar technische Probleme mit den Schlitzungen, nämlich diese Varroa-Schlitze hier. Die, ich hoffe, man kann es sehen in der Kamera. Da kommt er eigentlich an so ein Gitter rein für die Varroa-Behandlung. Und ja, so ist es leider bei den Bienen. Ein paar Tage zu spät behandelt und man bekommt die Retourkutsche dann meistens erst Wochen später. Aber wir bleiben mal entspannt und gucken uns halt erstmal die Situation hier genauer an. Ja, das sieht man wieder, das Schwarze mögen die Bienen halt nicht. Also nach der Pollenwabe, die wir hier gerade halten, kommt immer die Brut. Jawohl, da haben wir sie doch. Hier ist die Brut und ich sehe hier gleich auf einen Schlag, dass es dem Bienenvolk echt nicht gut geht. Da sind doch einfach zu viele varroageschädigte Brutzellen. Ja, seht ihr hier, das ist halt dieser ganz typische Varroa-Schaden. Die Flügel fehlen, ganz davon abgesehen, ist das voll pissig. Die werden wir gleich mal anrauchen. Hallo! Du kannst gerne zugucken, ich bin aber hier gerade bei YouTube. Das heißt, wenn du hier reinlaufst, kann es sein, dass dein Gesicht dann bei YouTube erscheint. Wenn es dich nicht stört, komm gerne dazu, guck es dir an. Ich erkläre hier ein paar Sachen, wie man mit den Bienen umgeht. Und auf was da zu achten ist im Spätjahr.
Also wir schauen uns jetzt mal diese Königin hier ganz genau an. Okay, also die Königin ist intakt. Flügel sind alle dran. Beine sind alle dran. Ich lasse die jetzt erstmal wieder krabbeln. Okay. Also so sieht halt leider ein Bienenvolk aus, wo wir gar nicht erst versuchen brauchen, die durch den Winter zu bringen. Das wird einfach nicht funktionieren mit so einem Volk. Ihr seht, wir haben eine viel zu hohe Belastung hier drin. Und auch von der Bienenmasse ist das hier alle unter aller Sau. Ne? Also das sind viel, viel, viel zu wenig Bienen. Und wenn ich mir jetzt noch überlege, dass dann der Abgang der Altbienen ja noch bevorsteht. Also wenn die Altbienen mal hier weg sind, dann fehlen halt diesem Bienenvolk die ganzen Jungbienen. Und dann kommen wir da echt in Problembereiche rein, die wir nicht mehr beheben können. Jetzt ist der Punkt gekommen, wo man die Reißleine zieht bei so einem Volk. Und ich habe mir natürlich angewöhnt, bevor ich da jetzt voreilig eine Königin rausnehme, gucke ich mir jetzt erst die Statistik mal an, was denn da mit der Königin das Jahr über los war. Also wir sehen, das ist eine 2020er Königin. Und wir haben hier Probleme im Bautrieb gehabt. Im Mai und im Juni wollte dieses Bienenvolk genetisch gesehen einfach schlecht bauen im Vergleich zu anderen. Und sie haben auch hier wirklich Honigmangel gehabt. Natürlich immer im Vergleich zu anderen. Auch hier haben wir die Honigernte sogar im Minus versehen. Da gab es echt nicht viel rauszuholen im Vergleich, wie gesagt, zu anderen. Propolis haben sie auch nicht gerade toll gemacht, auch wenn hier dann am Ende ein Plus steht. Und jetzt kommt noch was. Wir können jetzt diese Königin auch hier noch zurückverfolgen. Die ist nämlich im April 2020 geboren worden. Und hier sehe ich ja eigentlich, dass die Königin noch nicht mal schlecht hier unterwegs war. Also eigentlich war die ganz vernünftig, die Königin. Aber wir werden das trotzdem nicht schaffen, das Volk zu retten. Okay. Ich habe übrigens ganz da hinten nochmal so ein Volk stehen, wo wir auch nicht wirklich retten können. Retten natürlich in Bezug auf, also wisst ihr, wenn wir Bienenvölker vereinigen, ist das kein Verlust. Bienenvölker vereinigen verhindert, dass die Bienen absterben. Wenn ich nämlich jetzt hier gar nichts tue, dann wird dieses Volk mit hundertprozentiger Sicherheit qualvoll im Winter verenden. Und das lässt sich relativ simpel vermeiden, weil wir können, wenn wir die Königinpheromone ausschalten, tatsächlich die Bienen einfach zu anderen fremden Völkern hängen. Und da habe ich ja auch ein paar Kandidaten, die dringend Hilfe noch brauchen von der Bienenmasse und von Brut. So, also das erste, was wir jetzt machen, wir nehmen leider die Königin hier aus dem Volk. Komm her, der Gute. Danke für deine Dienste. Also ich möchte es hier natürlich zeigen im Video, das gehört leider dazu zur Imkerei, wenn ihr eine Königin entfernt. Also das erste, was ich mache, ich entferne den Plastikpunkt. Den stecke ich ein, der soll ja nicht in der Natur landen. Und um Tierleid zu vermeiden, also ich habe da schon verschiedene Sachen gehört von Königinnen, Tiefkühler setzen. Da war eigentlich alles dabei. Also, es ist ein Lebewesen. Wenn ihr schon sowas tun müsst, dann nehmt ihr die Königin am Kopf und am Thorax und dann wird das Ding zack, sofort zugedrückt, Guillotine-Effekt, das Tier ist sofort tot. Und ich beerdige das auch nicht, weil ein Vogel freut sich dann immer drüber. Das schmeißen wir jetzt hier hin. Und im nächsten Zug, den kann ich aber erst morgen machen, kann ich jetzt die Bienenmasse dorthin bringen, wo ich sie hinhaben möchte, nämlich in andere Völker setzen, die Verstärkung brauchen. Wenn ich es heute mache, dann werden die Bienen kämpfen, weil eben noch die Pheromone der Königin hier im Hakleid sind und die Pheromone einer Königin, die bleiben immer nur für 24 Stunden und danach kann man tatsächlich Bienen von A nach B bringen.
weil sie in ihren Haarkleiden nicht mehr nach einer fremden Königin riechen. Und dann werden die auch im Regelfall von anderen Völkern angenommen. So, jetzt was sehen wir hier jetzt noch? Dass wir hier Honigwaben haben. Diese Honigwaben kann man natürlich jetzt auf andere Völker aufteilen. Aber auch hier gilt jetzt erstmal, wir bauen das Ding mal zu. Die Stockkarte muss ich dann leider komplett rausnehmen. Das Gitter kann ich auch rausnehmen. So. Gut. Mit dem Volk sind wir durch. Und jetzt geht's zu dem Volk da vorne. Bin ich da mal gespannt. Ich hoffe doch, dass es da besser aussieht. Der letzte Kontrolltermin, also die Volksdurchsicht, ist übrigens jetzt im Spätjahr laut der regenerativen Bienenhaltung in einem 3-Wochen-Rhythmus getaktet. Das heißt, ich habe genau dieses Volk noch das vor 3 Wochen mir das letzte Mal angeschaut. Und ich möchte bemerken, normalerweise sind die Völker bei mir nicht so schwach. Wir hatten dieses Jahr ein technisches Problem mit der Schlitzung für den Varroa, fürs Varroa-Gitter. 2020er Königin, die durchaus gut hier gearbeitet hat. Das sehe ich an den ganzen Pluspunkten auf der Stockkarte. Also die haben hier wieder verkittet ohne Ende. Ui. Ja, dann hängt natürlich wieder das Gitter hier fest. So. Die Kiste ist allerdings recht schwer. Dass ich das hier immer entferne, hat einen Grund. Wir wollen ja bloß nicht unsere Tiere quetschen. Das eine und das andere ist ja mein Rohstoff. Davon lebe ich ja als Berufsimker. Mitunter von Bienenwachs, Rohstoffherstellung. Das ist ja auch mein Lieblingsjob. Und jeder kleine Krümel zählt, weil diese ganzen kleinen Splitter ergeben dann Ende des Jahres doch einen ganzen Klumpen. Deswegen zählt hier auch das Kleinzeug. Aha, also dieses Bienenvolk sieht doch auf einen Schlag schon mal viel besser aus. Hier haben wir Propolis zum Kratzen. Das geht nicht in meinen Wachseimer, das geht in den Propolisbecher. Schön, wow. Man merkt, es wird Winter, wenn nämlich das Propolis hier so spröde wird. Dann beginnt bald bei den Bienen die Überwinterung. So, der Rest ist aber Bienenwachs, das wollen wir nicht im Propolisbecher drin haben. Bienenwachs fliegt in den Wachseimer rein. Cool, ich zeige euch jetzt gleich einen kleinen Trick. Weil ihr seht ja, wir haben hier bei dem Volk gar nicht so viele Waben drin. Und wir haben da vorne ja ein Volk mit Waben. Das heißt, wir können jetzt diesem Bienenvolk gleich einen Wabenzuwachs geben, aber ohne Bienen. Hier, ja, fantastisch. Ich sehe zwar auch hier jetzt Bienen drin, die nicht gesund sind. Ich kann die immer am Laufen erkennen, wie die sich bewegen. Also hier allein schon mal 2 Milben auf der Biene drauf. Was für eine Schande, die hier sieht auch nicht gesund aus, hat aber keine Milbe drauf. Aber die Brut hier sieht okay aus. Und die Bienenmasse sieht auch okay aus. Hier fangen wieder ein paar Probleme an. Aber das Gesamtbild ist stimmig. Ne?
Wenn man erfahren ist, dann kann man natürlich auch im Doppelblock arbeiten. Das gibt ein paar Vorteile, was die Geschwindigkeit angeht. Da muss ich dann allerdings das gut vorstellen können, was in der Mitte von so einem Bienenfork dann passiert. Okay, hier ist dann schon Ende von der Brut. Da kommt dann nur noch der Pollen. Die Wabe hängt falsch, warum auch immer. Eigentlich kommen die größeren Waben davor. Die kleinere wird abgestaffelt. Die ist ja noch kleiner. Super. Jetzt müssen wir noch mal hier hinten öffnen. Da setze ich jetzt aber gerade den Honigraum mal etwas schräg auf. So ungefähr. Und dann gucken wir doch mal, was haben wir denn da? Wir haben einmal hier eine, ja, eine schöne volle Honigwabe mit Blütenpollen. Die eignet sich doch schon mal für unsere Aktion. Wie gesagt, bedenkt, was ich vorhin gesagt habe. Jetzt dürfen keine Bienen mehr drauf sitzen, weil die haben ja die Pheromone auf dem Haarkleid. Und die würden dann mit dem anderen Bienenvolk in den Kampf reinkommen. Die Wabe ist leichter. So ist das die richtige Position hier. So, dann können wir ja noch eine auf der Seite reinbringen. Vielleicht nehmen wir jetzt doch eine Brutwabe. Ich muss es mal genauer überlegen. Ja, die ist doch eigentlich perfekt für das gemacht. Nicht so viel Brut drauf, etwas halt. So. Und wir haben auch hier eigentlich gleich die perfekte Position für die Wabe. So, Waben korrigieren kann ich jetzt hier auch ein bisschen noch. Wenn ich schon dabei bin, machen wir das auch gleich. So, dasselbe machen wir hier auch nochmal. Da auch nochmal ein bisschen runterdrücken. Super. Okay. Ja, das jetzt wieder zusammengeschoben. Auf die Bienen aufpassen bei der Gitterablage. So, jetzt kommt der Honigraum. Und hier wird es jetzt noch mal spannend, weil wir wollen den Honigraum noch mal schnell durchschauen. Möglicherweise können wir hier Waben austauschen. Wobei ich muss schon sagen, der Raum ist tatsächlich schon relativ schwer. Bienenvolk hier wollen wir jetzt erstmal nicht ärgern. Das schließen wir gleich mal. Gut. Hier wird jetzt wieder geöffnet, weil hier sind ja unsere Honigwaben drin. Und jetzt können wir anfangen auszutauschen. Wir nehmen die vollen Honigwaben rüber. So. Die Wabe ist schön voll. Die Wabe, ihr seht schon, die ist zwar schön, aber eben nicht ganz gefüllt. Einmal. Zweimal. Die sind hier alle schön voll. Auch eine volle. Hier, wow, auch nochmal
Und wahrscheinlich kann ich jetzt die auch noch wechseln. Na, wobei, die ist schon, die sieht eigentlich nicht schlecht aus. Die würde ich jetzt mal in Position lassen. Aber tatsächlich kriegen wir zwei volle Honigwaben von dem Volk hier umgetauscht. So, das ist doch mal ein Honigbrett hier. Wunderbar, und hier haben wir nochmal eine ziemlich volle Wabe. Also bei dem Volk wird es leider nicht anders da machbar sein. Wir müssen hier mit Ameisensäure nachlegen. So, hier zusammenschieben spare ich mir jetzt an der Stelle, weil das Volk wird so oder so dann aufgelöst. So, Folie drüber. Zu. Das sind die Klammer. Hier vorne Klammer quer für Problemvolk. Zum Erinnern sozusagen. So. Kurzzeitbehandlung mit Ameisensäure. Wir nehmen hier 30 Milliliter von der 85%igen Ameisensäure. Mein System ist perfekt gemacht für Ameisensäurebehandlung, auch wenn diese Art und Weise nur eine Ausnahme sein soll. In kommenden Jahren werde ich da bessere Techniken entwickeln, gerade in Bezug auf dieses Varroa-Abfanggitter. Und das wird darauf rausführen, dass wir irgendwann für die regenerative Bienenhaltung noch nicht mal mehr biologische Mittel brauchen wie Milch oder Ameisensäure. Aber da sind noch ein paar Gedankenfallen eingebaut. Ihr könnt, wenn ihr wollt, einmal im Jahr das PDF Regenerative Bienenhaltung von meiner Webseite ziehen, zu finden unter bivital.com Info und dann auf Regenerative Bienenhaltung drücken. Das PDF ist und bleibt kostenfrei. Und wenn ihr das einmal im Jahr gedownloadet habt, dann seht ihr, was wir da jedes Mal für Verbesserungen, Erneuerungen reinbringen. So, Futter mit Honigwaben, plus, Entwicklung war jetzt nicht so toll, aber Honig haben sie gut verarbeitet, Propolis haben sie auch gut gemacht, supi. Und damit ist auch dieses Bienenvolk erstmal fertig. Es sieht nicht schlecht aus, aber so genauer betrachtet, dieses Bienenvolk benötigt auch nochmal Bienenmasse als Unterstützung. So ganz alleine werden sie es schaffen, aber haben dann einen schlechten Frühlingsstart. So. Ich habe gestern hier schon vorgearbeitet. Dann kam allerdings ein Regenbruch. Dann habe ich aufhören müssen. Ich mache jetzt heute noch die restlichen zwei Völker durch. Die anderen sehen hier alle ganz wunderbar aus. So, hoffentlich haben die jetzt endlich mal das Zucker hier weggefressen.
Also da ist immer noch eine Kiste da. Die anderen haben sie leer. Okay. Das ist leer. Jawohl, super. Wir können das weg. Einmal. Das ist auch leer. Wir können das auch weg. Und hier haben sie noch was zu schlecken. Das müssen wir jetzt allerdings für die Bearbeitung des Bienenvolkes dicht zumachen. Sonst haben wir dieses Räubereiproblem. Deswegen mache ich jetzt hier komplett, setze ich es sozusagen auf den Deckel, dass die Bienen das bloß nicht riechen, dass da offenes Futter ist. Da können nämlich die gröbsten Katastrophen passieren. Also das Volk hier sieht in der ersten Sekunde richtig fit aus. Ja, da ist mir der Windmulch reingeflogen. Ich nehme immer als Schwimmer für das Zucker das, was ich hier an Rohstoffen habe pro Grundstück. Und meistens habe ich ja um die Völker hier Rindenmulch getan. Und das ist natürlich auch der perfekte Schwimmer. Das ist Zucker. Oh ja, das ist Zucker. Hier, ein schöner Vorteil von der Stockkarte. Man kann die komplett unter Wasser halten, sauber machen. Und da passiert gar nichts, weil das eben einlaminiert ist. Cool, ne? Hat auch nicht jeder. So, Bienchen, was macht ihr hier? Ah, schön schwer die Kiste schon mal. Das ist auch hervorragend. Biene, geh weg. Schnell. Wow, wow. Also das Volk macht einen guten Eindruck. Ich habe das vergessen. Das Wichtigste, das hier abzuschleifen. Ach ja, so ganz übrigens, ich habe bis jetzt noch gar keinen Bienenstich. Das, was ihr gerade bei mir seht an der Arbeit, das ist das, was ich jetzt schon den ganzen Tag seit heute Morgen um 11 gemacht habe. Wir haben jetzt fast 16 Uhr und nichts an Stichen kassiert. Klarer Beweis für meine Aussage, dass es am Imker liegt, wenn die Bienen bissig werden. Zu großen Teilen und zu den anderen Teilen natürlich bleibt die Genetik noch übrig. Es gibt auch einfach Arschlochbienen, die wollen euch verdreschen, weil die einfach genetisch so ja, aufgebaut sind. Die Frage bleibt natürlich, warum ist das in der Genetik? Und gerade bei den Zuchtbienen, naja, ich meine, brauche ich mich nicht wundern, wenn man als Mensch dann die Bienen züchten tut und nur mit Handschuhen und Schleier bearbeitet, dann werden die eben aggressiv und das Verhalten spiegelt sich dann in der Genetik über Generationen auch weiter. Jetzt Deckel bleibt geschlossen wegen der Räubereigefahr. Auch hier können wir Waben vom anderen Volk rüberhängen. Voilà. Bleibt immer alle zusammen. Nummer 1 müssen wir begradigen. Das sieht furchtbar sonst aus. Nummer 2 sollten und wollen wir auch. Au, das war jetzt der erste Stich. Und da war ich jetzt total selber schuld. Beziehungsweise eigentlich die Biene. Ist mir jetzt genau beim Abschlagen nämlich zwischen die Hand reingeflogen. Und so schnell kann ich dann auch nicht reagieren, dann da Stopp zu machen beim Abschlagen. Also die meisten Stiche, die ich kassiere, die sind tatsächlich immer auf der Basis, dass ich aus Versehen dann doch eine Mitarbeitsbiene hier erwische. Ja, also das ist doch ein tolles Volk. Wunderbar.
Hat auch noch Varroa-Probleme ein bisschen. Aber hey, also bei so viel Jungbienen, wie ihr da drauf seht, ist das natürlich kompensierbar. Hier, guck, seht ihr wieder? Ich habe die Biene mit der Varroa-Milbe einfach daran erkannt, dass die wirklich hier sich komisch verhalten hat. Sie läuft anders da wie eine gesunde Biene. Und der Trick, wie auch ihr euer Auge schulen könnt, ist relativ simpel. Im Frühling guckt ihr euch Brutwaben an und beobachtet gesunde Bienen, die gerade schlüpfen. Und dann muss halt euer Hirn sozusagen das Verhalten einer gesunden Biene abspeichern. Wie sie auf der Wabe sitzt, wie sie sich bewegt, wie sie sich putzt. Und wenn ihr das wisst, dann könnt ihr jede Biene sofort erkennen, die eben irgendwie was anderes macht. Zum Beispiel versucht sich an den Varroa-Milben die wegzubekommen. Oder auch wenn sie anatomisch verletzt worden ist durch die Bissstellen der Varroa-Milben während der Metamorphose, werden ja Viren und Bakterien übertragen, die Biene schlüpft verkrüppelt raus. Und ist ja klar, wenn ihr eine Biene ohne Flügel dann seht, dann kann die ja auch nicht gesund sein. Okay, hier war jetzt schon der Abschluss vom Brutnest, nämlich der Blütenpollen. Hier möchte ich noch ein bisschen sauber machen. Ist ja irgendwie das Holz reingeflogen. Wunderbar. Eigentlich kann ich sogar zwei Waben dem Volk hier geben. Will ich aber nicht, weil ich habe tatsächlich bei Kunden noch Völker stehen, die dringend noch Waben brauchen. Deswegen möchte ich hier diesem Volk nur die eine Wabe geben. Also, hier wieder zurück. So, nehme ich die wieder in den Mund. Ja, also ich muss echt zugeben, Imkerei ganz alleine ist echt ein Krampf. Ist immer gut, wenn man ein paar Leute da hat, die hier dann die Sachen halten. Auf solchen alten Pollenwaben sitzen die jungen Bienen nicht. Deswegen kann ich die abschlagen. Auch draußen, weil jede Biene hier, die hat ihre Flügel schon benutzt und kann damit umgehen. Darf man natürlich nur nicht machen bei kalten Außentemperaturen. Also wenn die Bienen nicht fliegen können, dann bitte sowas nicht tun. Aber das ist ja auch logisch. Die verklammen ja sonst und dann sterben sie im Gras. Okay. Also ein durchaus tolles Volk hier. Mit noch Varroa-Problemen. Werde jetzt auch mit der Ameisensäure nochmal behandelt. Jetzt muss ich mich beeilen, weil jetzt ist das Zuckerwasser offen. Wachs, das auch noch eher als Wachs durchgehen lassen. Das ist auch noch Wachs. Wachs, Wachs, Wachs. Noch mehr Wachs. Ein Stock. Nochmal Wachs. Und der Rest geht wieder in den Propolis-Eimer. Super Propolis, lecker Duft. So, also hier gibt es einiges zu korrigieren. Die Biene hat da nicht unbedingt Mist gemacht. Das ist ja normal, dass die ausbuchten tut. Nur die Imker wollen das ja nicht. Auch hier gilt wieder, wenn man das akzeptieren würde, dann wird der Tag kommen, wo man die Bienen öffnet und die dann leider verletzt, weil die Waben eben nicht im Lot sind. Wer die Bienen nicht quetschen will,
der muss Waben korrigieren. Es gibt da keine Alternative. Hier dasselbe Spiel. Wenn man weiß, wie es geht, ist die Sache doch simpel. Und wenn man es richtig macht, ihr seht, das fließt dann eigentlich ganz wenig, ist überhaupt nicht. Ich höre mal davon ab, wie krumm die Wabe dann war oder ist. Und ich sehe hier gerade nochmal so einen Kandidat. Das ist der hier. Und vielleicht habt ihr gemerkt, dass ich hier ganz bewusst, immer wenn ich eine Wabe platt drücke, die spiegeln tue. Also wenn ich das nicht spiegel, dann war meine Arbeit umsonst. Weil dann die Hohlräume links und rechts ja identisch geblieben sind. Und die Biene hält eben ihren Laufweg von einem Zentimeter auf eine Wabe, beziehungsweise zwischen den Waben. Und wenn ich die Wabe dann nicht verdrehe, dann hat sich ja letzten Endes vom Abstand, vom Wabenende her nichts getan. Und dann darf ich mich nicht wundern, wenn beim nächsten Termin, wo ich die Bienen aufmachen möchte, dann dasselbe Problem wieder da ist. Deswegen verdrehen wir die Waben, um die Bienenbiologie an dem Punkt auszutricksen und sagen, hey liebe Biene, bau gerade Waben, dass ich auch mit ihr arbeiten kann. Oh oh, ich glaube, ich muss schon wieder zum Auto. Den Lappen vergessen gerade. Die schmeißen wir hier rein. Da haben wir wieder unser Wachs. Zack, zack. Wieder zurück damit. So, der Lappen noch. Das ist die durchwachsene Sylphi. Das hier ist Eisenkraut, Gartenverbene genannt. Minze, Erdbeerbaum, fette Hände. Topinambur haben wir hier. Das Gewächs kenne ich nicht. Es blüht im Januar, Februar. Ich habe es versucht rauszufinden. Ich habe es noch nicht vom Name her entdeckt. Lavendel. Quittenbaum. Die kann man essen. Nachtkerzen. Astern. Tolle Bienenweide im Spätjahr. Der Bienenbaum. Kann sogar einen Sortenhonig von geben. So viel Power hat ein Bienenbaum. Mal reinrauchen, dass die Bienen da weggehen. So. Lappen on top. Oh, sorry, muss nochmal laufen. Papageienblume. Dill. Astern, Malven, Sonnenhut, Scheinhimbeere, oh, die ist neu, Melisse, wächst mitten im Rheinfahren. Rheinfahren ist auch so eine mega Bienenweide. Ich mag sie nicht so gern, weil da auch diese Spinnen drin sitzen, diese Wespenspinnen. Aber hübsch zu beobachten allemal. Wir gehen hier auch auf 30 Milliliter bei dem Volk. Gut. Also wenn man keine Futterkisten hat, dann trickst man mit ganz normalen Zargen. Ich bin da nicht der Fan von, aber ich sag mal, wenn das Geld nicht langt für diese Futterkisten, wie sie hier seht, dann tut halt auch eine Leerzarge denselben Effekt. Ameisensäure, Futter haben wir gegeben, Verhalten war super, Gesundheit war gut, Entwicklung war auch gut bei dem Volk, Honig perfekt eingetragen, Propolis haben sie auch gut gemacht. Also das war jetzt ein Volltreffer, das Bienenvolk. Es wird auch so über den Winter kommen, wie ihr das jetzt beobachten könnt. Futterschale. Kommt bitte immer auf die Seite, wo wir nicht den Abstand halten. Sonst machen die gleich nämlich Dickwaben wieder rein. Dann legen wir hier die Falz um, dass die Bienen hinkommen.
Hier können wir sogar noch ein bisschen Spreu drauf, dass die Bienen das noch ein bisschen besser drauf landen kann. Dann haben wir die Kiste drauf. Okay. Ihr seht, ich mache die Futterstellen immer an den Rand, dass die Bienen vom Rand her hochlaufen können, dann hier in die Schale reingehen. So. Wunderbar, habe ich noch ein Volk vergessen? Nein, wir haben es. Hier ist übrigens wieder so ein Kandidat, den musste ich vereinigen, dieses Bienenvolk. Die haben es alleine auch nicht geschafft, allerdings haben wir jetzt noch die Königin drin. Ich werde im ersten Zug morgen, wenn die Pheromonquelle von dem Volk da vorne, wo wir die Königin rausgenommen haben, ausgeschaltet ist, 24 Stunden später, dann nehme ich das Bienenvolk, hänge die Brutwaben mit den Bienen zu dem Volk hin und das mache ich bestenfalls am Tag, während wir einen Bienenflug haben, weil dieses Bienenvolk braucht auch noch etwas Verstärkung von Honigbienen und wisst ihr, wenn wir hier jetzt das Volk abbauen, während dem Bienenflug und Stein wegmachen, Kiste wegbauen, dann werden die Flugbienen, die sich für dieses Bienenvolk die Route abgespeichert haben, ganz automatisch zum nächstliegenden Volk wieder reingehen. Diese Technik funktioniert nicht, wenn das jetzt 4-5 Meter weiter weg ist. Das muss wirklich in unmittelbarer Nähe sein. Das betrifft so einen Kreis von 2-3 Metern um Bienenvolk außenrum, wo man mit der Technik arbeiten kann. Deswegen ist meine Empfehlung für generell jeden Imker, haltet die Völker immer im Block. Eine Reihenaufstellung ist Mist, das kennen wir aus der Forschung, weil wenn man Bienen in eine Reihe stellt, dann haben wir einen sehr hohen Bienenverflug und auch eine Krankheitsübertragung dementsprechend. Aber Bienen so ganz einzeln verteilt aufzustellen, ist einfach technisch unklug, weil ihr seht, wir müssen auch mal Bienenvölker abbauen, reinbauen, hinstellen, abbauen, also das ist ein Kommen und Gehen. Und wenn ihr die Völker halt immer im Zweier- oder Dreierblock halten könnt, dann könnt ihr die Probleme des Bienenflugs mit der Orientierung beim Vereinigen komplett lösen. Also so wie hier, das Volk nehme ich raus, Bienen fliegen hier rein. Ich nehme das Volk raus, die Bienen fliegen links und rechts rein. Ich nehme das Volk aus dem Bienengarten raus und die Bienen fliegen hier rein. So einfach ist es eigentlich. Man muss sich dann nur ein bisschen mit der Biologie auseinandersetzen. Und ich glaube, an der Stelle war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Gebt mir doch ein Like, abonniert mich und nicht vergessen, bei permabees.org mal auf Beihilfe drücken. Wir brauchen da wirklich dringend Unterstützung, finanziell, aber auch moralisch und auch sehr wichtig, spirituelle Unterstützung. In dem Sinne, oh, das zeige ich euch noch. Wenn ich hier schon den Kopf gedreht habe, dann zeige ich das noch kurz. Das sind wieder zwei andere Asterarten. Aber warum ich das zeige? Hier hinten ist die Hummelschaukel. Das ist ein Salbei, den man nicht essen kann, aber der, ihr seht es ja. Also Wahnsinn, dieser Farbton. Wie aus dem Chemielabor. Also krass, was die Natur für Farben zaubern kann. Ich glaube, Azurblau nennt man die Farbe. Und das ist der Alland. Ciao!